Ja, also bei der Bicona 24 handelt es sich um eine Tierseuchenübung. Wir bearbeiten hier einen fiktiven Ausbruch der Maul- und Klauenseuche im Bezirk Kufstein. Es übt hier nicht nur Tirol, sondern auch andere Bundesländer, beispielsweise Salzburg. Es ist das Gesundheitsministerium als zuständige Bundesbehörde dabei, aber auch im Ausland. Die deutschen Behörden in Berlin und München sind da mit von der Partie. Wir befinden uns heute am zweiten Übungstag der Realübung der Bicona 2024. Das ist eine reale Tierseuchenübung betreffend die Maul- und Klauenseucheerkrankung. Und unsere Aufgabe wird es heute sein, in der Übung die Bestandsräumung des Betriebes abzuwickeln und die Reinigung und Desinfektion des Seuchengehöftes durchzuführen und das Ganze unter Hilfe und Einsatzleistung von der Freiwilligen Feuerwehr. Also wir von der Feuerwehr haben die Aufgabe, das Gehöft großräumig nach Vorgaben abzusperren. Wir müssen bei der Keulung der Tiere behilflich sein. Wir müssen alle Fahrzeuge, die raus und rein von seuchensicher raus und rein bringen. Das heißt, sie müssen desinfiziert werden. Ebenfalls alle Personen müssen desinfiziert werden. Und schlussendlich muss auch das Stallgebäude dementsprechend desinfiziert werden.